Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Wars of Warship. So, damit es auch gleich losgeht, nehme ich mir einen Achterwürfel in der Hand und ich würfel eine 7. Das war Japsi, Kamu, ne? 1, 2, 4, 6, 7. Ja. Okay. Dann, ich kann ja Sachen aufwerten. Da habe ich die ganze Zeit gar nicht mehr nachgeschaut. Easy. So. Bessere Panzerung, oder? Komm, nee, nehmen wir das hier. Jawohl, aufwerten. Wir merken uns Camus. Wir schauen jetzt erstmal kurz bei den anderen, ob ich da was noch verbessern kann. Da kann ich noch was. Der Phönix. Jawohl. Da kann ich. Der ist jetzt eine Edite, okay. Ich kann mir den noch nicht kaufen, weil ich keinen Platz mehr habe. Aber kein Thema. Wir können uns Platz machen, und zwar mit Rechtsklick verkaufen. Elite verkaufen? Ja, wir wollen ihn verkaufen. So, da haben wir jetzt noch einen Japaner, also frei. Wo waren das mit Kaufen? Forschung war das, nicht wahr? Genau, Forschung. Der Deutsche sind wir bei Twi. Kann man ihn auch schon? Warte, nochmal Hafen zurück. Deutscher. Deutscher? Was macht der Deutsche? Achso, ich muss ja nochmal hier auf. Wo waren das? Module? Ne, kann ich noch nicht. Okay. Wieder auf Forschung. Also das sind Häkchen. Ach, das Schiff hat so viel gekostet. Ach je. Da, 7300. UdSSR. Sind das mehr geworden? Es war mal nur eine Reihe. Ja, das waren schon immer vier und das auch. Lassen Sie jetzt zwei rein. Ist ja Shane. Na gut, aber wir wollen jetzt, denke ich mal, den Vierer uns hier holen. Nochmal kurz durchblättern. Ah ne, komm, holen wir uns den. Zack. Kaufen. Jawohl. Okay. Und jetzt starten wir Camus Gefecht. Camus Kuma. Ich hoffe, das wird ein gutes Gefecht. Ich bin schon mal nicht der Beste. Okay, als Zerstörer ist man eigentlich sowieso nie der Beste. Ich glaube, das geht hier mal so nach Panzerung. Weil hier ist einer Fünfer, ein Vierer und hier ist ein Fünfer. Hier wieder ein Vierer, 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 Fünfer, Fünfer. Vierer, Vierer, Dreier, Dreier. Oh, hier ist sogar ein Zweier mit dabei. Lol. Das ist der Nachteil, wenn man immer in einer Gruppe spielt. Ozean, offene Schlacht. Yeah. Oh, welches nehmen wir denn? Dürfen wir mal schnell. Eine 1, also A. Das ist immer ein kleiner Nachteil, wenn man in einer Gruppe ist. Dann wird man meist immer stärker eingestuft. Gefechtsstation. Also, wir haben auf jeden Fall zwei Flugzeugträger.
Firma Saar. Viel Glück und Ruhe gesehen. Ich würde mal sagen, wir ziehen uns unten lang und probieren die Flugzeugträger von hinten anzugreifen. Also sprich, wir nehmen nicht ab, sondern wir greifen von hinten an. Need help, etc. Killer Marie. Oder Killer Marine. Nicht Marie, sondern Marine. Okay, Spiel erobern. Ich bin ja gar kein Zerstörer, sehe ich gerade. Ich bin ja so ein Kreuzer. Sollen wir reinfahren? Bevor sie A einnehmen. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Noch schießt keiner. Da ist das Zerstörer. Ach Mist, da ist falsche Munition drin. Nein, das ist einer von uns. Nein. Zwei. Team, huh?
hat die Führung übernommen. Klar, warum nicht? Okay, er ist weg. Okay. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Das hier so ein Fetter. Das war weg. Also 10 Knoten ungefähr. Wir müssen noch weiter. Oder? Ah, jetzt haben wir so. Mehr ran, ich fahre jetzt hier hin. So. Wow. Kritisch beschädigt. Ach egal, ich kann reparieren. Problem gelöst. Der Kaltopier ist abgefeuert. Ay caramba! Das Boot war weg. So. Der fährt nach da. Ach, das ist schon weg. Können wir eins wieder drin lassen, weil da ist zwar ein schöner, kleiner, schwerer. Oh, der geschießt. Jetzt muss ich weg hier. Den Torpedo trifft mal einer. Nein, das kann doch nicht wahr sein.
Unser Sieg ist in Sicht. Yeah. Oh, gleich haben wir 1000 erreicht und dann haben wir Gewinn. Gewinn. Na, wir kriegen nicht mal alle kaputt. Das ist immer voll witzig, wenn man verliert. Wenn einer aus meinem, wenn unser Team jetzt verlieren würde, werden die Leute uns beschimpfen. Und jetzt beschimpfen die anderen sich gegenseitig aus dem anderen Team. Mann, sind doch schlechte Verlierer. Ach, es ist so schon gewonnen. Das gut. Ich habe überlebt bis zum Ende. Zurück zum Hafen. Dann werde ich jetzt noch eine Runde machen, weil die ziemlich lang gedauert hat. Und der Schwuffel eine. 2. Tabang. Ich bin noch am Überlegen, wie ich das mache jetzt mit nächster Woche. Also ich wollte auf jeden Fall montags immer ein Free-to-Play-Game machen, immer für einen Monat. Ich sage jetzt mal, ich schaue jetzt im Mai nach, was im Mai jetzt das beste Spiel ist. Oder in April, was jetzt das beste Spiel zu dem Zeitpunkt ist. Bei Steam halt laut der Tabelle Free-to-Play-Games. Und dann werde ich das halt einen Monat spielen. Könnte natürlich auch sein, dass das Spiel dann immer so etwas länger dauert, vielleicht eine Stunde oder so. Das weiß ich nicht. Damit man halt ein bisschen mehr sieht bei dem Spiel. Kommt natürlich auch darauf an, ob mir das Spiel Spaß macht oder nicht. Wenn es mir keinen Spaß macht, werde ich wahrscheinlich nicht so lange davor sitzen. Ich werde es dann trotzdem einen Monat lang spielen. Aber dann halt nicht so extrem, so hardcore-mäßig. So wie Astrolords, das Spiel gefällt mir an sich eigentlich sehr gut. Aber mittlerweile ist das so, das dauert so eine Ewigkeit, bis ich da irgendwas machen kann. Und dann werde ich die ganze Zeit immer angegriffen von anderen Leuten und dadurch verliere ich wieder Erze, Geld und was weiß ich alles. So dass ich eigentlich gar nicht dazu komme, irgendwie was Neues zu machen. Ich könnte jetzt die ganzen Erfindungen durchknallen, was ich eigentlich auch gerade sozusagen eigentlich mache. Ich schaue einmal eine Woche nach einer Erfindung. Dann, ach warte mal, schauen wir mal danach. Machen wir die eine 1, also das ist A. Gehen wir nach oben. Da schaue ich mal einmal in der Woche nach Erfindung nach, was ich Neues erfinden kann. Ansonsten, ja, fehlt mir entweder Geld oder Erze, dann haben die mich wieder angegriffen, dann ist wieder das alles kaputt, dann muss ich wieder das neu herstellen, damit ich das reparieren kann und wieder was machen kann. Und wenn ich das hergestellt habe, werde ich schon wieder angegriffen. Das ist immer so ein Hin und Her dort. Aber an für sich ist das Spiel ganz gut. Wahrscheinlich, wenn man sich mehr damit befasst, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber das Spiel frisst so viel Zeit. Und das finde ich ein bisschen doof dabei. Ach, ich bin ja ein Zerstörer. Was darf ich denn jetzt zerstören? Unten ist das Ding ins Bildschlein. Probier mal den 5-6-Träger zu zerstören.
Nein, ich brenne. Kritischer Maschinenschaden. Maschinenboost aktiviert. Nebelwerfer gestartet. Torpedos achte aus. Okay, das war jetzt eine ganz schnelle Runde. Da geht ja doch noch eine. Dann würfeln wir gleich mal mit den Achter. Würfeln eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, das ist der neu gekaufte. Dann mal schauen, wie der sich so macht in der Schlacht. Oh. Falscher Knopf. Warum habe ich da drauf gedrückt? Nochmal. 5. Ach, Jemine. Schneller, schneller, schneller. Spieler in ihrer Reichweite 27 suchen von 103. Okay. Reichweite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 24 Spielminuten. Kawachi. Kawachi. Ja, komm her. Stadt. Schauen wir uns das Boot jetzt mal von nahen an. So, sieht das aus. Guck mal, was ist denn da? Ob so. Ah. Ja, schon mal voll Kraft voraus. Würfeln schon mal, wo soll man hin? Auf der 1. Boah, mit den 6er Würfel nur 1 sind. Obwohl wir das erst war, glaube ich, mit 4, ne? Ach, keine Ahnung. Die Schlacht beginnt. Ja. Das kann ich auch. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Wie jetzt schon? Wie kann man nochmal die andere Perspektive machen, dass ich von oben alles sehe? Weiß es nicht. Ach, nee. Da schießt ja schon auf mich. Ah, ich kann auch auf die schießen. Naja, nicht wirklich, aber auf den kleinen kann ich schießen. Wo ist er hin? Was? Torpedos? Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Ach Mensch. Der ist ziemlich unbeweglich, der dicke hier. Der schießt Torpedos auf mich. Die
Vielleicht aus dem Schießtorpedo ist auch nicht. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja. Und der geht vorbei. Boah. Höhenbruch, Wasser dringt schnell ein. Schon wieder. Muss man reparieren. Hallo, was machen die denn hier? Wollen die mich ärgern oder was? Kann da noch wahr sein? Weg hier. Problem gelöst. Los, komm, wir müssen noch schneller. Lande schneller. Komm. Nein! Ach, oh Gott. Nein! Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, ich hab den auch noch gekriegt. Geil! Das ist nur ein Kratzer. Ich hab den auch noch gekriegt. Das ist ja geil. So. Zurück zum Hafen. Jawohl. Ich möchte mir die Trophäe anschauen. Das ist nur ein Kratzer. Ich glaube, ich kriege allerdings erst nach dem Gefecht. Was ist das hier eigentlich? Ach so, die Sachen, ja. Naja. 4 Stunden Premium noch. Hey. Aber ich werde gleich aufhören. Weil ich habe doch keine Zeit. Wo waren das aber mit dem? Ich glaube, den habe ich sowieso schon. Den Erfolg. Verbindung, Hilfe, Einstellung für zurück zum Spiel. Profil, da war es, glaube ich. Ringe? Okay. Habe ich den doch noch nicht? Doch hier. 3 habe ich den schon gekriegt, das ist nur ein Kratzer. Mein letzter war am 23.02.2016. Das ist also gute 2 Monate her. Heute ist der 21.04. Ja. Nice, nice. So, also ich habe noch nicht so viele Medaillen. Amateur. Gewinnen Sie 10 zufällige Fechte. Wow. Was ist das hier?
Gewinnen Sie 50. 43 habe ich schon. 100. Mann, da war ich ja richtig gut. Na gut, okay. Wie sieht denn mein Wehrpass aus? Level 10. Kann man damit nicht was machen. Ach, da kriege ich immer Sachen. Der Tatten. Medaillen, Ränge habe ich nicht. 45% Sieg. Also ich verliere 55. Nationalität. Am meisten spielt die Amerikaner. Danach die Japaner. Ganz 12% die Deutschen und 18% die Russen. Am meisten spiele ich den Kreuzer, Zerstörer und das Schlachtschiff. Hier Flugzeugträger habe ich auch noch gar nicht. Aber sind ja, glaube ich, kurz davor. War schon Flugzeugträger, okay, das dauert noch. Wenn denn er USA noch 1, 2, 3 Schiffe entfernt oder 2 Schiffe entfernt. Ah ne, mit denen spiele ich ja gerade. Also 2 Schiffe entfernt, weil ich habe es bei den Japanern auch 2 Schiffe entfernt. Russen haben keinen und die Deutschen auch nicht. So, aber jetzt. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.